Die Party in der Pfalz geht weiter. Auch heute Abend feiern Tausende, denn der FCK ist bekanntlich wieder da. Bereits am Nachmittag versammelten sich tausende Anhänger vor dem Fritz-Walter-Stadion und warteten auf ihre Aufstiegshelden. Die kamen dann auch und feierten gemeinsam mit ihren Fans mit Sprechchören und Fangesängen den ersehnten Aufstieg. Und live aus Kaiserslautern jetzt unser Reporter Marius Zimmermann. Party schon vorbei oder noch nicht? Naja, also wenn man hinter mich guckt, die Fans, die feiern immer noch schön weiter. Schätzungsweise 7000 Fans kamen hier heute zum Fritz-Walter-Stadion und haben hier mitgefeiert, weil die Mannschaft hier offiziell präsentiert wurde. Die Aufsteiger, die gestern den Aufstieg klar gemacht haben. Ihr seht, die Stimmung hier hinter mir ist natürlich top. Die Mannschaft kam so gegen kurz vor 7 auf die Bühne, hat dann da mit den Fans hier gefeiert und ist dann vor ungefähr 5 bis 10 Minuten wieder runter, hat noch ein Bad in der Menge genommen und ist jetzt nochmal zurückgegangen in die Katakomben. Wahrscheinlich gibt es heute Abend noch ein Essen, ganz im Ruhigen, nachdem wir gestern schon bis wahrscheinlich so vermunkelt 4, 5 Uhr gefeiert wurde. Wie lange das hier noch geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Auf jeden Fall, die Fans sind froh, dass der FCK den Aufstieg geschafft hat. Nie mehr Zweitliga war das Lied, das man heute am häufigsten gehört hat. Und ich denke mal, die Party geht noch weiter bis zum 9. Mai, weil dann ist die offizielle Aufstiegsfeier hier in Kaiserslautern. Damit zurück nach Mainz.